Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuen Jahr, wünsche Ihnen das Allerbeste, dass Sie das erreichen, was Sie sich wünschen. Wir fahren in unserer Vorlesung fort. Wir haben ja begonnen mit Kind, haben Sie dann zu den Kindern übergegangen, haben uns dann die Familien angesehen und jetzt gehen wir in eine nicht andere Richtung, aber erweitern das Feld und kommen weg von dem Kind und Kindern allein zur Kindheit. Und was das denn so alles bedeutet, das wird uns Cornelia Bustmann von der Universität Graz vorstellen, die ich jetzt ganz, ganz herzlich begrüße und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen und viel Spaß. Ja, vielen herzlichen Dank und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, wie Sie vielleicht merken, auch mal wieder in Niedersachsen zu sein. Also von daher herzlichen Dank an dich, Hilmar, für die Einladung. Und wir gehen heute in der Vorlesung so in einem Gang mal von der Kind-Erforschung zur Kindheitsforschung. Zum Gang der Vorlesung. Die Vorlesung kann nur ein kurzer Einblick sein in das, was Kinderforschung bzw. Kindheitsforschung war und ist. Ich habe einen eher geschichtlichen Zugang gewählt, also mal zu schauen, wer erforschte wie die Kinder, einen historischen Rückblick also zu wählen, um dann auch zu schauen, wie hat sich die Kindheitsforschung entwickelt und möchte Ihnen dann abschließend aktuelle Themen der Kindheitsforschung vorstellen, auch eine kleine Auswahl und nicht zuletzt dann darauf eingehen, was haben die Ergebnisse der Kindheitsforschung denn dann auch mit pädagogischem Handeln zu tun. Wie Sie sicherlich in den letzten Vorlesungen ja gehört haben, ist es gar nicht so einfach zu bestimmen, was ist ein Kind und was sind Kindheiten. Letzten Endes reden wir von Konstrukten, von sozialen Konstrukten, die Sicht auf Mädchen und Buben zeigen, wenn man sich das Ganze anguckt in historischer, gesellschaftlicher oder auch kulturellen Kontexten. Und diese Bilder sind jeweils eingebunden in bestimmte Leitbilder. Und diese Leitbilder würde ich gerne mit Ihnen nur anhand von drei kleinen Bildern mir mal anschauen, um mal zu sehen, was hat man auch unter Kind verstanden und was unter Kindheit und welche Konstrukte hat man dazu gebildet. Eindeutig ist klar, wenn man sich die Kindheitsforschung anguckt, wir haben in jeder Epoche ganz eigenständige Kindheitskonstrukte, also Einstellungen, Haltung, Verhalten, Erziehungs- und Bildungsvorstellungen, die den Umgang oder das Handeln mit dem Kind bestimmen. Eckhard Liebau hält dazu fest, Zitat, in allen pädagogischen Handeln stecken, wenn nicht explizit, so doch immer mindestens implizite Menschenbilder. Bilder also davon, was der Mensch und seine Bestimmung sei und welche Bilder davon, welche Gestalt der Entwicklungsweg des Menschen habe bzw. haben solle. Man kann die Geschichte der Pädagogik als Auseinandersetzung über das richtige Menschenbild verstehen. So. Schauen wir uns mal das erste Bild an. Ein Bild, was Sie vielleicht kennen und was Sie sehr schön im Kunsthistorischen Museum in Wien anschauen können. Und zwar ist es von Peter Bruegel, der Älteren, und heißt Kinderspiele aus dem Jahr 1560. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit hätten, könnten wir uns mal ganz intensiv damit beschäftigen und schauen, was Sie alles an Kinderspielen dort erkennen. Vielleicht schauen Sie bloß mal kurz drauf. Wenn wir länger Zeit hätten und genügend Fantasie haben, dann würden wir etwa 80 Kinderspiele auf diesem Bild entdecken können. Also wir haben hier ganz eindeutig einen Marktplatz, auf dem Kinder spielen und mit vielen Dingen, die uns heute auch noch begegnen. Kommen wir zu den Konstrukten. Gleichzeitig haben wir aber die Aussagen von Philipp Ariès, einem Mentalitätshistoriker, der davon ausgeht, dass es im Mittelalter überhaupt keine Kindheit gab, also kein Begriff von Kindheit. Wie kommt er dazu? Also wir haben hier Peter Bruegel, die Kinderspiele, die abgebildet sind. Er hat eine andere Sichtweise gewählt und zwar hat er Bildinterpretationen angestellt zur Darstellung von Kindern in mittelalterlichen Kunstwerken. Und sein Ergebnis, es gibt keine Lebensphase Kindheit, denn in diesen
Kunstwerken, die hauptsächlich in Kirchen aushingen, kann man Kinder jeweils entweder nur als kleine Erwachsene sehen oder Kinder als diese typischen Putten, die kennen Sie vielleicht auch alle, das sind diese kleineren, dicken Engel, zum Beispiel bei der Sixtinischen Madonna unten abgebildet, oder das, die Abbildung als Jesuskind und damit auch als Verkörperung der Seele. Die These von Ariès, dass es gar keine Kindheit gab im Mittelalter, ist in der Zwischenzeit sehr, sehr umstritten. Also das hat immer damit zu tun, dass geschichtliche Forschung natürlich je nachdem ein Ergebnis erzielt, worauf sie schaut und welche Mittel sie nutzt. Umstritten ist vor allen Dingen die These oder die Thesen, dass die Kindstötung ein gängiges Mittel war im Mittelalter. Dort haben andere Forscher herausgefunden, dass es zum Beispiel Märchen gibt bei den Gebrüdern Grimm, jetzt nicht bei den Hausmärchen, da werden Sie das nicht finden, sondern bei der Gesamtausgabe, wo ein Mädchen seine Mutter bittet, also ein verstorbenes Kind, seine Mutter bittet, doch aufzuhören zu weinen, weil sonst sein Totentuch nicht trocknen würde. Also, ja, also auch da die Trauer um das verstorbene Kind. Dann haben wir die Kinderspiele. Aber wir haben zum Beispiel auch in der Predigt Berthold von Regensburg im 13. Jahrhundert schon die Aufforderung an Eltern, ihre Kinder in Demut vor Gott zu erziehen. Also auch ein ganz klarer Erziehungsauftrag, wie ein Kind erzogen werden soll. Also Kindheit, je nachdem wie wir sie anschauen, im Mittelalter gab es nach Philipp Ariès gar nicht. Oder wir haben andere Blicke auf die Geschichte und können doch deutlich erkennen, dass wir eine von Kindheit ausgehen können. Das nächste Bild, ist, was ich Ihnen gerne zeigen wollte, ist eines, das aus dem 19. Jahrhundert stammt und eigentlich schon genau auch so ein Konstrukt abbildet. Sie sehen hier also ein Kinderzimmer, das ist wirklich erst im Ausgang des 19. Jahrhunderts, dass Kinder eigene Zimmer erhalten, mit entsprechendem Spielzeug spielen können. Also hier haben wir wirklich das Konstrukt einer des Trautenheims, einer glücklichen Kindheit und letzten Endes die widergespiegelt die Tendenzen der Privatisierung, der Familialisierung, aber eben auch der Institutionalisierung von Erziehung und Bildung. Dass dieses Bild nicht ganz stimmig ist, können Sie an, also nur diese glücklichen Kindheit, die also behütet, vertraut ist, in der Kinder Zeit haben zu spielen, können Sie deutlich erkennen, wenn ich ein anderes Bild einspiele aus dem 19. Jahrhundert, und zwar indem Sie deutlich sehen können, dass Kinder zum Teil gezwungen waren, in Beschäftigung zu gehen, um den Unterhaltsbeitrag für Familien mitzuerbringen. Also dort sehen Sie ganz deutlich, dass der gesellschaftliche Status von Kindern eben deutlich gekennzeichnet ist von eingeschränkten Rechten. Also insgesamt, wir können, wenn wir von Kind oder Kindheit reden, können wir immer davon ausgehen, wir haben ganz viele unterschiedliche Konstrukte im Kopf. Also was wir darunter verstehen, Sie genauso wie ich. Schauen wir uns mal an, wie Kinder erforscht wurden. Die sozialwissenschaftliche Forschung mit Kindern hat sich über viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte entwickelt. Ursprünge der Kindheitsforschung oder der Kinderforschung zeigen sich bereits im 18. Jahrhundert. Und Krüger und Grunert führen dazu zwei Beispiele an. Einmal mit Jean-Jacques Rousseau, mit seinem Erziehungsroman Emile oder über die Erziehung von 1762. Er ist nebenbei auch wahrscheinlich der mögliche Ansatzpunkt einer frühen biografisch orientierten Kindheitsforschung. Bei Rousseau spiegelt sich ganz deutlich das pädagogische Ideal des entstehenden Bürgertums wider. Emile zeichnet ein deutliches neues Verständnis von Kindheit und bürgerlicher Erziehung. Die ganze Lebenswelt ist bei Rousseau auf das Kind bezogen. Jetzt bin ich selber etwas unsauber, ich müsste nämlich sagen auf Emile bezogen, beziehungsweise auf die Erziehung und Bildung von Jungen. Der Pädagoge hat in diesem Kontext die Rolle eines Tutors, der die natürliche, in Stufen verlaufende Entwicklung seines Zöglings begleitet und dabei den gesamten Verlauf der Entfaltung von körperlichen und geistigen Kräften kennt. Warum habe ich jetzt die Einschränkung gemacht, warum es nur um Emile geht, als Stellvertreter für die jungen oder jungen Männer, die heranwachsen?
Im Gegensatz dazu steht nämlich dann die Erziehung von Sophie, die übrigens auch erst im letzten Buch vom Emmy auftaucht. Bei ihr geht es um etwas anderes, nämlich um eine gänzlich andere Erziehung, nicht die Entfaltung von körperlichen und geistigen Kräften, sondern, so hält es Elisabeth Blochmann fest, Zitat, die Sorge um ihre Entfaltung, nämlich der von Sophie, leitet sich nicht vom Wachstumsvorgang ab, sondern sehr radikal vom Endpunkt, von ihrer Bestimmung. Und ihre Bestimmung ist nicht die des freien, über sich selbst verfügenden Menschen, sondern die der Gattin und Mutter. Also ein Konstrukt, was uns heute ja immer wieder begegnet, spätestens dann, wenn Sie die Diskussion verfolgen zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen. Krüger und Grunert führen noch ein zweites Beispiel an, das in dieser Zeit für unglaublichen Wirbel gesorgt hat, nämlich die Arbeit des französischen Arztes Jean Itard zur Zivilisierung des wilden Kindes. Also Ende des 18. Jahrhunderts wird im Wald von Aveyron ein 11-jähriger Junge aufgegriffen, der völlig verwildert ist. Und Itard nennt ihn Victor und versucht mit ihm so Bildungs- und Erziehungsversuche, die erstmal kaum fruchten, aber so stetig dann doch dazu führen, dass Victor sogar Rechts- und Unrechtsbewusstsein entwickeln kann. Was er damit alles tut, Itard, kann man heute noch deutlich erkennen, weil viele seiner Ansätze mit Victor zu arbeiten, sich auch in anderen didaktischen Materialien wiederfindet. Also sein Nachfolger Seguin und aber auch Montessori haben sehr viel von dem Material genutzt, was er verwandt hat. Und wenn Sie sich das einfach mal so anschauen können, es gibt einen wunderbaren Film von François Truffaut aus dem Jahr 1970 und der lautet Der Wolfsjunge. Also das ist, glaube ich, mal ganz schön, um sich so ein bisschen eine Vorstellung zu machen, was da eigentlich gelaufen ist. Die Kleinkindforschung setzt nach der heutigen Forschungslage mit dem Philosophen Dietrich Tiedemann zusammen ein. Der veröffentlicht 1787 die Beobachtungen, und zwar hat er systematisch die Entwicklung seines eigenen Sohnes beobachtet, die kindlichen Entwicklungsprozesse, und er gilt damit auch als Begründer der modernen Kinderpsychologie. Wir haben aber auch einen anderen, der seine Kinder beobachtet hat, und zwar Jean Piaget, der ja auch als Begründer des konstruktivistischen Ansatzes bekannt geworden ist, also seine Konzeption. Er hat auch seine Kinder beobachtet und auch dort beobachtet, wie sie sich entwickeln, und führt so ziemlich als einer der ersten aus, dass Kinder immer auch eine Konstruktionsleistung erbringen in der Interaktion mit der sozialen und materiellen Umwelt, wenn sie sich etwas aneignen. Es ist nicht so, dass er unkritisch betrachtet wird, also das ist auch im Rahmen des, wenn wir weiter gucken, von der Kind-Erforschung zur Kindheitsforschung, und zwar liegt die Kritik vor allen Dingen an seinem Stufenmodell, denn der Prozess der kognitiven Entwicklung, wenn Sie sich anschauen, wie individuell sich Mädchen und Jungen entwickeln, dann ist so ein Stufenmodell, was auch noch zeitlich sehr nah begrenzt ist, natürlich angreifbar. Und heute ist deutlich klarer, dass die Entwicklung heterogener und weniger normativ verläuft. Also die forschungsmethodischen Arbeiten beziehen sich in den Anfängen der Kinderforschung insbesondere auf Beobachtung von Kindern in unterschiedlichen Situationen, vor allen Dingen Spiel- und Lehrsituationen stehen im Fokus der forschenden Personen. Ursprünge qualitativ orientierter Kinderforschung finden sich also bereits auch im 18. Jahrhundert, und zwar diese werden aber erst wieder im 19. Jahrhundert aufgegriffen, und ganz deutlich für das 19. Jahrhundert sind die sogenannten Vatertagebücher. Und diese Vatertagebücher sind also die Beobachtung von Vätern über ihre eigenen Kinder, der Physiologe William Terry Prayer hat dazu auch das Buch rausgegeben, Die Seele des Kindes, in dem er die Beobachtung seines eigenen Kindes in Tagebuchform dokumentiert. Diese Studie gilt bei vielen als wesentlicher Ausgangspunkt für die Psychologie der frühen Kindheit. Also wie gesagt, diese Studien wurden sehr, sehr gut und gerne aufgegriffen. Es ging aber immer um die Beobachtung einzelner Kinder ohne großartige Kontextbetrachtung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Es dauert immer eine Weile, ehe das aufgeht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir die Untersuchungen zu den Kinderstubenleben von William und Clara Stern. Und zwar als Langzeitstudie angelegt. Also William Stern untersucht als einer der ersten anhand biografischer Dokumente um die psychische Entwicklung eines Menschen am Übergang zwischen Kindheit und Jugend auszuloten und vor allen Dingen dessen personelle Bedeutsamkeit. Er tut dazu etwas und analysiert das Tagebuch eines Jungen, und zwar über mehrere Jahre, und zwar von seinem 7. bis zum 19. Lebensjahr, also insgesamt 12 Jahre, und untersucht in diesen autobiografischen Darstellungen, also ein Tagebuch ist ja immer sehr stark von dem bestimmt, was einem durch den Kopf geht, wertet er also das Ganze aus unter verschiedenen Aspekten, und zwar unter anderem Geschlechtsidentitätsaspekte, das elterliche Verhalten, wie es von diesem Jungen eingeschätzt wird, aber auch Freundschaft und Feindschaft, das Verhalten der Mädchen, auch ganz wichtig, das Interesse an Politik, Kulturleben, Religion, Selbstreflexion und Selbstbeurteilungen. Also hier auch noch eine Einzelfallstudie, die aber dann abgelöst wird durch eine sehr breite Untersuchung von Charlotte Bühler. Das ist für mich jetzt ganz lustig, weil wir haben das Charlotte-Bühler-Institut in Wien zur Erforschung der Kleinkindpädagogik. Und die deutsche Psychologin Charlotte Bühler gilt als eine Vorreiterin, mit biografischem Material sowohl von Kindern als auch von Jugendlichen zu arbeiten. Zu solchem biografischen Material gehören also, wie gesagt, die Tagebücher, aber auch Briefe, Aufsätze und auch Autobiografien. Also sie hat damit ganz deutlich also diesen methodischen Zugänge in den empirischen Forschungszugang erweitert. Also ihr Ziel war es auch, das jugendliche Seelenleben darzustellen. Also wieder, es geht wieder um den Übergang von Kindheit in Jugend. Sie hat dazu insgesamt 76 Probanden genommen, also Verteilung ist ungefähr gleich Männlein, Weiblein. Und hat aber noch eine andere Methode eingeführt, nämlich die Beobachtung als so eine Art Gegenprobe zu den autobiografischen Darstellungen. Die Themen, unter der sie sowohl die biografischen als auch die Beobachtungen analysiert, beziehen sich vor allen Dingen auf Erotik und Sexualität, auf soziale Gemeinschaft, Schulerfahrungen, Auseinandersetzungen mit Beruf und Beschäftigung und wiederum Reflexionen, ähnlich wie bei Stern, Auseinandersetzungen mit Politik, Religion, Kunst, Natur und auch Lebensanschauung. Der Tenor vieler Studien dieser Zeit, und da gehen wir jetzt auch langsam in die Kindheitsforschung, ist, dass die Entwicklung so ein naturgemäßer Prozess ist, der nach bestimmten Regeln verläuft und je einen individuellen Endpunkt hat. Es kam aber immer mehr und deutlich die Forderung heraus, eine stärkere Einbeziehung von Kontexten zu nutzen, welche die Lebensbedingungen von Mädchen und Jungen beeinflussen. Wir haben dann in den 1920er Jahren die wissenschaftliche Etablierung der Anfänge der Kindheitsforschung. Krüger und Grunert halten fest, zu dieser Zeit haben wir die erste institutionelle Konsolidierung wissenschaftlich orientierter Kindheits- und Jugendforschung. Es entstehen insgesamt in Deutschland 26 Institute zur Kindheits- und Jugendforschung. Sie hören es also da noch keine deutliche Trennung, weil auch da immer noch der Übergang sehr stark, also zwischen Kindheit und Jugend, im Vordergrund steht. Die wohl bekanntesten sind die von Karl und Charlotte Bühler in Wien, also zur Kindheit- und Jugendforschung, und das Institut von Ernst Meumann und dann William Stern in Hamburg, das Institut für Jugendkunde. Ausschlaggebend also für überhaupt, also diese Institute nutzen eine breite Forschungsmethodik, also sie gehen deutlich weg von dem, also sie starten fast alle mit den sogenannten Testverfahren, die wir ja aus der Psychologie sehr gut kennen, gehen dann aber relativ schnell über Selbst- und Fremdbeobachtungen zu gehen, aber dann eben auch Selbstaussagen zu nutzen. Entscheidender Impuls, also wegzugehen von diesen Tests und hinzugehen zu diesen autobiografischen Daten, kommt dabei aus der Dissertation von Siegfried Bernfeld aus dem Jahr 1915. Er sagt in seiner Dissertation über den Begriff der Jugend, also es ist wieder die Frage, wann setzt Jugend ein, dass das Datenmaterial spontan sein sollte. Also nicht deswegen eben er dazu rät, das Ganze biografisch anzulegen.
Da gibt es nur ein Problem. Dieses Datenmaterial wird nur von einer bestimmten Schicht ausgefüllt. Also in der Arbeiterklasse werden Sie kaum jemanden finden, der ein Tagebuch geführt hat. Das heißt also, dieser Zugang ist in der Hinsicht dann nicht mehr tragbar. So entwickeln sich dann aber auch die ersten weiter angelegten Studien, zum Beispiel die von Martha Muchu, Studie zur Lebenswelt und Raumaneignung von Großstadtstraßenkindern. Hier haben wir schon eine letztlich ökologisch orientierte Lebensweltforschung. Eben aus dem Kontext heraus, dass wir nicht immer auf biografische Daten. Ach, jetzt habe ich Ihnen die ganze Folie vorenthalten, aber ich typ's jetzt mal durch. Das ist, weil das einzeln kommt, das ist irgendwie. Naja, gut. Also, dann setzt eine Zeit an, in der leider die kindheitsbezogenen Forschungsaktivitäten ausgesetzt werden, weil Forschung in dem Sinne kaum noch notwendig ist, weil man ziemlich genau weiß, welche Bestimmung die Mädchen und Jungen im Nationalsozialismus haben werden oder sollten. Die ganz eindeutig, also die liebende Mutter, die möglichst viele Kinder gebiert auf der einen Seite und der kampfeswillige junge Mann, der auch für Vaterland und Führer in das Feld zieht oder in den Krieg zieht. Wir haben dann eine erste Trennung der Forschungsfelder von Kindheits- und Jugendforschung. Und in den 1950er und 60er Jahren haben wir wieder dann ein starkes Zurückgehen auf das, was die Vorstellung der Kindheit der 1920er Jahre betrifft. Also sehr stark wieder das Schauen auf die Stufenmodelle wie bei Piaget oder Freud. Also die dominieren ganz eindeutig die Forschungslandschaft. Also dieses auch wieder zunehmend quantitativ zu arbeiten, also auszumessen, zu vergleichen, zu testen. Nur ganz wenige Forscher knüpfen an die Forschungstradition der 1920er Jahre an. Und erst in den 1970er Jahren kommt es wieder zu einer doch qualitativen Kindheitsforschung, aber eher als randständiges Forschungsgebiet. Also manchmal merken wir das ja heute auch noch in den Methodendiskussionen, die quantitativen Forscher als die wahren Forscher, weil sie können etwas ausmessen und das ist dann auch klar, die qualitativen Forscher, die oftmals erklären müssen, was eigentlich wichtig ist an dem, was sie da tun. Ab den 1980er Jahren haben wir dann eine Entwicklung und Etablierung sozialwissenschaftlich orientierter Kindheitsforschung und das hat aber damit zu tun mit einer Veränderung des Blicks auf Kindheit, also auf Kinder und Kindheit. Wir haben der Ausgangspunkt der Veränderung kann man gut beschreiben. Wenn wir davor reingeschaut haben, dann galt Kindheit immer als Vorbereitungsphase auf das Erwachsenensein. Ja? Also wann gibt es den Übergang zur Jugend, wann gibt es den Übergang zum Erwachsenensein, wie ist jemand entwickelt, auf welcher Stufe der Entwicklung befindet er sich, ist er richtig entwickelt, wenn man nach dem Stufenmodell geht und, und. Also Kindheit immer nur als Vorbereitungsphase. Und Anfang der 1980er Jahre setzt sich dann sehr viel stärker durch, dass Kindheit als eigenständige Lebensphase gefasst wird. Das heißt auch, wir haben eine Veränderung der Forschungsschwerpunkte. Also wenn es vorher sehr stark die Forschungslandschaft durch die Entwicklungspsychologie und die quantitativen Methoden bestimmt waren, haben wir jetzt doch eine deutliche Hinwendung zur Soziologie und Pädagogik auch mit dem Einbezug der Lebenswelten und des Alltags von Mädchen und Jungen. Jetzt werden Sie sagen, also das ist ja ein ganz schönes Durcheinander. Wir haben also die Entwicklungspsychologie, wir haben die Pädagogik in all ihren Facetten, als auch die Soziologie, sodass man eigentlich festhalten muss, wenn wir von Kindheitsforschung reden, dann reden wir von etwas, wo wir keine einheitliche Begriffsbestimmung haben, sondern es ist je nach Disziplin und Erkenntnisinteresse unterschiedlich definiert, was als Schwerpunkt gesetzt wird. Was man aber auch festhalten kann, ist, dass die Kindheitsforschung deutlich komplexer wird, weil auch Kindheiten komplexer und auch vielgestaltiger werden. Aber eben, wie gesagt, bringt es mit sich, dass wir keine präzise Definition haben. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass wir auch eine Definitionsmacht haben innerhalb der Elementarpädagogik zu sagen, was wäre eine sinnvolle Kindheitsforschung für uns.
Man muss auch festhalten, die Kindheitsforschung, und das kann man ja auch positiv deuten, steht im Moment, also die Erforschung der frühen Kindheit, steht zum jetzigen Zeitpunkt erst am Anfang ihrer systematischen Ausgestaltung. Wenn man es positiv deutet, kann man sagen, haben wir ein gutes Arbeitsfeld vor uns, was wir systematisch alles tun können. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, also es gibt nicht die Kindheitsforschung, dann finde ich eine Unterscheidung, die Karin Bock getroffen hat, außerordentlich hilfreich, dass man sagt, aber man kann die Kindheitsforschung wenigstens durch drei Strömungen näher bestimmen. Wir haben einmal die Kindheitsforschung, die Kinder als Werdende betrachten, also das, was ich jetzt schon ausgeführt hatte, also die Kindheit als Vorbereitungsphase für das Erwachsenensein. Also das sind alle Forschungen über Kinder während ihrer Kindheit, also zu Entwicklungsaufgaben, zu den Stufen- und Phasenmodellen, aber eben auch alle, die am Übergang sind vom Kind zum Jugendlichen, egal ob sie aus der psychologischen Wissenschaft untersucht werden, aus der Pädagogik oder auch aus der Soziologie. Wir haben dann die zweite Forschungsströmung, die Kinder als Seiende betrachten. Das sind alle Forschungen mit Kindern über ihre Kindheit, also über ihre alltägliche Lebensführung, über konkrete Aufwachs- und Lebensbedingungen, über biografische Prozesse, über die Organisation des Kinderalltags, also auch welche Zeiten ihnen zum Beispiel zur Verfügung stellen, also die Organisation des Kinderalltags aus Sicht der Kinder und oder ihren Familien. Und wir haben die dritte Strömung, Kinder als die eigenständigen Fremden. Und zwar hier das Kinderleben als kinderkulturelle Praxis und kindliche Lebenswelten zwischen Familie, Schule und Freizeit aus Sicht von Erwachsenen und Kindern zu rekonstruieren. Also dazu gehören alle Kulturvergleiche, aber auch historische Vergleichsstudien, also Kindheit gestern, heute Morgen, aber auch phänomenologische Zugänge zum Kinderleben und ethnografische Zugänge sowie Sozialisationsstudien. Jetzt merken Sie schon, wenn ich jetzt wechseln werde und sage, wir gucken uns mal ein bisschen an, was jetzt in der Kindheitsforschung los ist, dann muss ich eine Auswahl treffen. Ansonsten können wir hier ganz viel Zeit miteinander verbringen, um sich das im Einzelnen anzugucken, was es bei den Seienden, bei den Werdenden, bei den Seienden und bei Kindheit als eigenständige Fremde. Deswegen habe ich ein bisschen das eingeschränkt und habe gesagt, wir gehen mal aus von dem modernen, von einem modernen Kinderalltag. Das kann man schon festhalten, für die meisten der Kindheitsforscher im Blickfeld steht, nämlich die Veränderung des Kinderalltags im Kontext von Individualisierungs- und Pluralisierungstendenzen zu betrachten. Was macht das mit Kindheit, was macht das für die Gestaltung von Kindheit, für die Lebenswelt, für den Alltag der Kinder aus? Dazu fallen dann natürlich auch so Begriffe wie Verstädterung, zunehmende Mobilität, veränderte Familienstrukturen, Zunahme an Freizeitmöglichkeiten, aber auch Verpflichtungen, Veränderung in sozialen Netzwerken und, und. Einschränkend muss man sagen, wir haben fast kaum Forschung im Alter von vor 8 Jahren. Also alle sprechen immer von Kindheitsforschung, wobei man sagen muss, also bei den wirklich Kleineren ist es dann auch wirklich schwierig, entsprechende Forschungsdesigns zu entwickeln, um mit ihnen gemeinsam Untersuchungen zu ihrem Alltag, vornehmen zu können. Deswegen habe ich eine Auswahl getroffen und sage, wir gehen mal 3 Themen an, und zwar das Thema Familie, das hatten Sie ja auch in der letzten Sitzung schon, das Thema Institution und das Thema Lebenslage, also im Rahmen von Kindheitsforschung. Ja? Gut. Ich glaube, nachdem Sie Jutta Ikarius gehört haben, wissen Sie schon, dass es die Familie nicht gibt, sondern wir haben eine Vielzahl von Familien, die sich sehr deutlich davon unterscheiden, wie sie sich gebildet haben, also Erstheirat, Scheidung, Wiederverheiratung oder auch Verwitwung, aber eben auch durch ihre Rollenzusammensetzung bestimmt sind. Also welche Anzahl von Erwachsenen haben wir, welche sind Kinderrollen.
Und es ist heute, glaube ich, so eine Vielfalt von Familie, dass man sich wirklich überlegen muss, welchen definitorischen Begriff kann man überhaupt an Familie setzen. Und ich halte mich da sehr gerne an den Soziologen Karl Lenz, der sagt, Familie ist heute die Zusammengehörigkeit von zwei oder mehreren aufeinanderbezogenen Generationen, die zueinander in einer Eltern-Kind-Beziehung stehen. Also es muss zwei Generationen geben und es muss eine Eltern-Kind-Beziehung geben. Und die übernommene oder wahrgenommene Elternschaft ist egal, ob sie biologisch oder sozial hergestellt wurde. Und, jetzt wird es noch verrückter, die Mitglieder müssen gar nicht unbedingt zusammenleben oder auch nicht zusammenwirtschaften. Also das ist der Versuch, diese ganze Pluralisierung von Familienformen ein Stück weit zusammenzubringen. Warum rutschen eigentlich aber jetzt so Familien so deutlich in den Fokus der Kindheitsforschung? Der eine wesentliche Grund ist sicherlich, dass die Familien als Orte der Bildung wiederentdeckt werden. Also die Schulleistungsuntersuchungen, ob das von IGLO bis PISA, zeigen ja sehr deutlich einen direkten Zusammenhang von Herkunft und Bildungschancen, die an Familien abgeleitet werden. Problematisch ist aber eben auch, von welchem Familienbegriff kann man ausgehen. Und das andere, was es auch relativ schwierig macht, es gibt relativ viele unreflektierte Auffassungen und Hoffnungen über das, was eine richtige Familie sein kann oder ein richtiges Familienleben. Da spiele ich noch mal ein Stück zurück, wenn Sie es noch mal erinnern, an dieses Kinderzimmer aus dem 19. Jahrhundert, dieses Trauteheim, also die bürgerliche Idealfamilie, die also das Ideal darstellt, angeblich für ein richtiges Familienleben. Schauen wir uns mal an, was geforscht wird innerhalb zur Familie, innerhalb der Kindheitsforschung. Man kann so ein bisschen unterscheiden, einmal so ein Forschungsfeld Gesamtsystem Familie. Unter anderem zum Beispiel die Dresdner Kinderstudien 2000 und 2005. Das sind repräsentative Befragungen von Mädchen und Jungen, muss ich aber auch dazu sagen, also in der Grundschule, die also zur Beteiligung an Familienentscheidungen beispielsweise befragt wurden. Und sie sagen, sie haben ein ausgeprägtes gemeinsames Familienleben. Die Teilnahme an gemeinsamen Unternehmungen sinkt zwar mit steigendem Alter der Kinder, aber insgesamt ist der Anteil der gemeinsamen Freizeitaktivitäten sehr, sehr groß. Befragt wurden die Kinder auch nach dem Umgang mit erzieherischen Konflikten, also sprich, wie reagieren die Eltern, wenn die Kinder etwas tun oder auch nicht tun. Und also die erzieherischen Folgen von Konflikten, die übrigens, und das ist bei fast allen Kindheitsforschungssachen so, hauptsächlich aus der Vernachlässigung eigener Pflichten im Haushalt resultieren, dem Musik- und Fernsehverhalten, dem Nachhausekommen, dem Freundeskreis und dem Kleidungsstil sowie, und das ist auch fast überall drin, Ordnung resultieren, dass glücklicherweise im Vordergrund zum Lösen dieser erzieherischen Konflikte das Miteinanderreden steht. Aber es finden sich auch die elterlichen Sanktionen wie Beschimpfen, Aussprechen von Verboten, naja, der ganz typische, das kennen Sie vielleicht auch alle noch, das typische Taschengeldentzugsteil. Damit reguliert ein Großteil der Eltern die Konflikte glücklicherweise jenseits von physischen Strafen, also es ist immer ungefähr so um 30-40%, aber ein Viertel der Kinder gibt auch Angst, dass sie Angst vor ihren Eltern haben. Wir haben die großen Studien also des Deutschen Jugendinstituts, Aufwachsen in Familien, dabei besonders wichtig, dass die erste Ausgabe, die sich sehr stark damit beschäftigt, wie gestalten sich heute Familien, also es geht um familiale Netzwerke, um Geschwisterbeziehungen, um neue Familienkonstellationen, die entstehen, aber eben auch auf Auswirkungen von Lebenslagen, beispielsweise in dem ersten Band vom Kinderpanel geht es auch um Arbeitslosigkeit und es geht auch um Aufwachsen in bestimmten Räumen. Dann die Wirt-Wissen-Studien von Hogelmann und Andresen und nicht zu vergessen, und das ist relativ neu, auch das Eingehen auf völlig neue familiale Lebensformen. In dem Falle die Untersuchung der Universität Bamberg zu Regenbogenfamilien. Es hat ein bisschen gedauert, ehe die überhaupt als Familienform wahrgenommen wird, auch zu Forschungszwecken.
2001 hatten wir in Deutschland das Gesetz zur eingetragenen Lebenspartnerschaft, aber erst 2006, also im Mikrozensus, also wird diese Familienform das erste Mal erfasst. Und das sind immerhin in Deutschland etwa 5000 Familien, in denen etwa 6600 Kinder leben. Ganz deutlich wurde in diesen Befragungen von Bettina Rupp, dass diese Familienform sehr stark mit ideologischen Fragen zu tun hat. Also Endergebnis der Studie ist, dass Kinder und Jugendliche sich in Regenbogenfamilien ebenso gut entwickeln wie Kinder in anderen familialen Lebensformen. Unabhängig von der Familienform wirken nämlich ganz andere Einflussfaktoren. Auch hier ist die Entscheidung entscheidend für die Entwicklung der Kinder nicht die Struktur der Familie, sondern die Qualität der innerfamilialen Beziehungen. Wobei eben diese ideologischen Fragen von den Kindern sehr stark betont werden, also dass sie sehr oft mit anderen Kindern oder von anderen mit anderen Kindern in Konflikt geraten, die nicht verstehen, dass jemand zwei Väter haben kann oder zwei Mütter haben kann oder. Okay, das wäre so diese Untersuchung, einige der vielen Untersuchungen zum Gesamtsystem Familie. Wir haben dann aber auch einzelne Teile, die wichtig sind für die Kindheitsforschung, nämlich die Beziehungsqualität betrifft. Zum Beispiel die Mutter-Kind-Interaktion, seit den 1970er und 80er Jahren auch die Vater-Kind-Interaktion. Also bis dahin galten Väter eigentlich als relativ abwesend und auch für die Familie als nicht so relevant. Das heißt also bis in diese 1970er, 80er Jahre beginnt dann mit Phtenakis in München, wurden erstens mal die Väter mit in Forschungszusammenhängen berücksichtigt. Ab den 1980er Jahren haben wir dann eine zunehmende Untersuchung der Interaktion zwischen Vater und Kind. Dazu wurden erst die Mütter befragt über das väterliche Verhalten. Später kamen dann aber auch Beobachtungen dazu zur Interaktion zwischen Vater und Kind. So, wir haben aber auch zur Beziehungsqualität gehören auch die Geschwister, die geschwisterlichen Beziehungen. Da war ja Professor Carsten schon da, also einer derjenigen, der sehr stark dazu geforscht hat. Aber auch Peer-Beziehungen, also weil auch Freunde für viele Kinder zur Familie gehören. Und es geht generell um Beziehungen in der Familie, die untersucht wurden, ganz stark von Büchner und Fuß. Also da vor allen Dingen um Bildungspotenziale von Familien. Sie sehen schon, das ist nur eine erste, ganz winzige Auswahl dessen, was alles im Moment schon zur Verfügung steht zur Kindheit in Familie. Was aber auch damit zusammenhängt, heute aufzuwachsen, ist, dass ich Kindheit nie anschauen kann, ohne auch zu gucken, dass es immer auch eine Kindheit im Kontext von Institutionen ist. Institutionen wie Krippen, Kindergärten, Horte oder auch Schulen. Dabei ist die Kindheit in pädagogischen Institutionen, also bis auf den kontrovers diskutierten Teil der Kinderkrippen, inzwischen Teil der, ich habe es wirklich auch in Anführungszeichen gesetzt, der Normalbiografie von Mädchen und Jungen. Das heißt auch, ganz viel der Forschung bezieht sich auf das Verhältnis von öffentlicher und privater Erziehung. Also wie kann ein kooperatives Miteinander entstehen statt einem additiven Nebeneinander? Das heißt, wenn man sich diesen Teil anschaut, Aufwachsen in Institutionen, dann scheint es notwendig zu sein, wenigstens sich drei Ebenen anzuschauen. Nämlich einmal die Ebene der Interaktion zwischen Mädchen und Jungen mit den pädagogischen Fachkräften, aber auch die Interaktion zwischen Müttern und Vätern und den pädagogischen Fachkräften und die Gestaltung der Institutionen, das sollte jetzt drittens sein, unter Berücksichtigung also historischer, sozialpolitischer, ausbildungs- und berufspolitischer, familien- und frauenpolitischer sowie bildungspolitischer Kontexte. Und wie sich das zeigt, das merke ich sehr deutlich in Österreich, also welche Auswirkungen das hat überhaupt auf die Ausgestaltung von Institutionen im elementarpädagogischen Feld. Die OECD hält ziemlich deutlich fest, dass Österreich ein sehr traditionelles Familienideal pflegt, das im Moment sich auch darin zeigt, dass jede zweite junge Frau angibt, dass wenn der Mann genügend verdienen würde, sie auch gerne zu Hause bleiben würde und sich den Luxus gönnt, die Kinder bis zur Schule eben
als Mutter zu begleiten. Das heißt, was hat es als Folge, wenn man sich also berücksichtigen möchte, dass wir haben jetzt in Österreich erst die Diskussion darüber, was sozialpolitisch Institutionen ausmachen, aber auch wie sie aufgestellt sind und dass es eben ein Frauenberuf ist, den man trotzdem deswegen oder gerade deswegen nicht abwerten sollte. Also diese Kontexte spielen immer wieder mit rein, wenn man sich Institutionen anschaut, wie sie ausgestaltet sind und so weiter. Interessant ist, dass es auf der Ebene der Untersuchung der Interaktion zwischen Mädchen und Jungen erst relativ wenig gibt. Also bislang ist es fast vernachlässigt worden. Das verwundert in der Hinsicht, so hält es Martin Textor fest, dass auch angesichts der Zeit, die Mädchen und Jungen in einer Institution verbringen, die Relevanz eigentlich deutlich sein müsste zur Erforschung der Gestaltung der Beziehung in Betreuung, in Erziehung und Bildung. Und, so hält er fest, es müsste auch eine Rückbindung geben der Forschungsergebnisse an Kindertageseinrichtungen als Orte sozialer Dienstleistung mit und deren reale Ausgestaltung. Das ist ja auch so eine Frage, die immer steht, wie kann man Forschungsergebnisse so übersetzen, dass die pädagogisch Handelnden dann auch wirklich ihren Alltag, ihre Abläufe und so weiter auch wirklich ändern können. Zum zweiten Teil, zur Interaktion zwischen Müttern und Vätern und pädagogischen Fachkräften. Dabei wird immer auch wieder betont, die Relation von Erzieherinnen bzw. Kindern, Erziehern zu Mädchen und Buben, Mädchen und Jungen. Obwohl es international ganz andere Standards gibt, wie viel Mädchen und Jungen betreut werden, erzogen und gebildet werden sollen von Erziehern, sind wir in Deutschland und auch in Österreich noch sehr weit von diesen Vorgaben entfernt. Also da, glaube ich, wird es immer wieder Forschung geben müssen. Es gibt auch eine sehr gute Erforschung zu, wie sich Erzieherinnen zu den Kindern verhalten. Sturzbecher und das Kollektiv von ihm haben festgehalten, dass es die unterstützenden Verhaltensweisen bei Erzieherinnen überwiegen. Die Mittelwerte liegen aber bei allen Verhaltenseigenschaften unterhalb der Werte der Eltern, was vielleicht auch nicht unbedingt verwundert. Zur Qualität in Kindertageseinrichtungen, da wurde auch untersucht, wie die Beziehung zwischen Erzieherinnen und Kindern ist und was Kinder dürfen und was sie aber auch nicht dürfen. Sehr schön ist, dass das Mitbestimmungsrecht von den meisten Kindern so eingeschätzt wird, dass sie ihre Aktivitäten weitestgehend selbst bestimmen können. Weniger schön ist, dass bei Umgang mit Konflikten 38% des pädagogischen Personals mit Schimpfen reagieren, 30% mit Festlegen, was zu tun sei, 23% mit Bestrafung, also in welcher Art und Weise auch immer, und nur jedes vierte Kind berichtet von Konfliktlösung. Jetzt kann man aber auch nicht sagen, die Erzieherinnen machen da gänzlich was falsch, sondern das nochmal zurückgebunden. Es geht immer auch um eine Relation zwischen Erzieherinnen und betreuten Kindern. Also das macht es natürlich auch um deutlich einiges schwieriger, ob ich 16 oder 25 Kinder in einer Gruppe habe und dann wirklich entweder Konflikte besprechen kann oder sehen muss, wie ich weiter vorankomme. Ja, wir haben auch unter der ganzen Prämisse Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und Müttern und Vätern. Das ist ein bisschen in der Hinsicht schwierig, dass die Pflege- und Erziehungspflicht in Deutschland nach dem Grundgesetz den Eltern obliegt. Das heißt also auch die pädagogische und organisatorische Orientierung des Leistungsangebots der Institutionen sind sowohl an den Bedürfnissen der Kinder als auch ihrer Familien auszurichten. Und da ergeben sich so im Großen und Ganzen, wenn man sich es anschaut, zwei große Forschungsstränge, nämlich einmal die gemeinsame Gestaltung des Übergangs vom Elternhaus in die Kindertageseinrichtung, aber dann eben auch weiterführend in die Schule und die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten als Eltern. Ja, also zu diesen Übergangs- oder Transitionsforschung, da liegt so einiges vor, nämlich wie können Übergänge zwischen Familie und Erziehungs- und Bildungseinrichtung gestaltet werden. Dabei haben sich sehr stark hervorgetan Griebel und Niesel aus München, aber ebenso Susanne Viernickel, die Sie ja schon erlebt haben,
mit dem Berliner Krippenkonzept. Aber es geht heute eben deutlich nur mehr darum, nicht nur zu schauen, wie bewältigen Kinder diesen Übergang, sondern auch zu schauen, also wie bewältigen sie es als Individuum, also individuelle Handlungs- und Bewältigungsvermögen, sondern nicht nur darauf zu schauen, sondern auch zu schauen, wie kann dieser Übergang gestaltet werden. Also wie kann ich das Ganze entsprechend auch begleiten. Also nicht nur die Kinder sind in die Übergangsforschung einbezogen, sondern ebenso die Pädagoginnen der abgebenden und aufnehmenden Institutionen, als auch die Mütter und Väter. Lange Zeit haben wir es außen vor gelassen, da hat man sehr stark geguckt, das als entwicklungspsychologische Aufgabe von Kindern gesehen. Heute schaut man eher drauf in der Kindheitsforschung, wie kann dieser Übergang gemeinsam Mütter, Väter, Mädchen und Jungen als auch Pädagoginnen gestaltet werden. Ein dritter Bereich, der bei der Familie untersucht wird, ist die Untersuchung zur Gestaltung von Institutionen und hier vor allen Dingen in Hinsicht auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist ja eines der Schlagwörter, die in der Elementarpädagogik immer gezogen werden. Wir werden weniger als Bildungsort betrachtet, als der Ort, der diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf realisieren kann. Und da haben wir sehr viele unterschiedliche Betreuungsstudien, angefangen von der Kinderbetreuungsstudie des Deutschen Jugendinstituts, die Trierer Kindergartenstudie, dann die, die wir in Dresden erhoben haben, Öffnungszeiten, Bedarf in Kindertageseinrichtungen der Stadt Dresden, mit einem Folgeprojekt und auch die Studie zur Thüringer Kinderbetreuung. Aber das sind auch noch nicht alle. Was sehr deutlich wird, ist in allen Studien, egal welche sich anschauen, dass man etwas salopp gesagt davon ausgehen kann, dass die Arbeitgeber es sich sehr leicht machen. Also in allen Studien wird sehr deutlich gesagt, dass alle Befragten, also überwiegend die Familienunfreundlichkeit des Arbeitgebers beklagen und also eine mangelnde Korrespondenz. Daraus resultiert der Öffnungszeiten des Kindergartens mit Arbeitszeiten. Deswegen haben wir beispielsweise in Dresden mal den Öffnungszeitenbedarf generell erhoben und dann auch erhoben, ob die Erzieherinnen und Erzieher bereit wären, andere Öffnungszeiten oder auch flexible Öffnungszeiten, passgenaue Öffnungszeiten zu akzeptieren. Da war die Bereitschaft der befragten Erzieherinnen sehr, sehr hoch. Nur die Träger hatten sehr starke Vorbehalte, aber hauptsächlich aus organisatorischen Gründen, weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass man passgenauere Öffnungszeiten finden kann. Also beispielsweise in der Dresdner Neustadt, wo sehr viele in Bürotätigkeiten sind, die also deutlich später anfangen, muss ich nicht um 7 einen Kindergarten aufmachen, wenn die ersten Kinder um 8:30 kommen. Anders ist es beispielsweise in der Gegend, wo das Uniklinikum ist, da öffnen die Kindergärten deutlich zeitiger, weil da die erste Schicht der Krankenschwestern um 6:30 beginnt. Ja? Also dafür muss ich aber dann auch nicht dort bis abends auflassen. Also das war so mal ein Versuch, also dieses Familiale mit den institutionellen Gegebenheiten zusammenzubringen. Ziehen wir mal ein kleines Fazit. Das Erkenntnisinteresse der Kindheitsforschung liegt also auf den Auswirkungen gesellschaftlicher Modernisierungstendenzen auf kindliche Biografieverläufe. Wir entdecken immer mehr, dass es unterschiedliche Formen von Kindheit gibt. Grunert und Krüger halten es so sehr schön fest als das Phänomen der Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeiten. Also wir haben traditionelle bis moderne Kindheitsformen mit ganz verschiedenen Zwischenvarianten. Ja, das ist auch abhängig davon, wo ich aufwachse, im städtischen, im ländlichen Raum, zu welcher Schicht ich zugehörig bin und, und. Und es geht immer auf die Auswirkung der Modernisierungstendenzen auf die Lebensphase Kindheit. Und da gucken wir mal, was ist denn Kindheit im Kontext von unterschiedlichen Lebenslagen. Dazu mal ganz kurz, was sind Lebenslagen? Lebenslage ist der Inbegriff aller Umstände, die verhältnismäßig unmittelbar die Verhaltensweisen eines Menschen, seinen Schmerz, seine Freude bedingen, Wohnung, Nahrung, Kleidung, Gesundheitspflege,
Bücher, Theater, freundliche, menschliche Umgebung, all das gehört zur Lebenslage. Das ist ein Begriff oder eine Definition von Neurath aus den 1920er Jahren, um einfach mal deutlich zu machen, was braucht ein Mensch eigentlich alles. Ja? Also der Deutsche Verein für Wohlfahrtspflege hat ihn damit beauftragt, weil es ging darum, was braucht jemand, um leben zu können. Und das heißt, er braucht nicht nur, das ist ganz wichtig, eine materielle Basis, aber er braucht auch alle diese anderen Dinge. Ergänzt wurde diese Lebenslage-Definition von Neurath dann von Ingeborg Nansen, und zwar um 5 Spielräume zur Erfassung von Lebenslagen, die vor allen Dingen genutzt wird, um die Lebenslage Armut zu erfassen. Also Sie finden kaum eine Kindheitsstudie, ob das von Chassé ist und so weiter, die nicht diese Spielräume nutzen, um auszuloten, was macht so eine Lebenslage Armut aus für Mädchen und Jungen, die aufwachsen. Der Einkommens- und Versorgungsspielraum ist sicherlich der erste, der einem einfällt. Das ist die materielle Grundversorgung. Das ist sicherlich das Erste, was einem einfällt, wenn es um Armutsforschung geht. Also wie ist man finanziell ausgestattet? Aber es geht auch um Lern- und Erfahrungsspielräume, also um Bildungsmöglichkeiten, Denkmöglichkeiten, Fantasien und Vorstellungen. Und wenn Sie in belasteten Situationen aufwachsen und Armutslage ist einfach belastend für Familien, dann haben Sie nicht diese Muße, also diesen Freiraum im Kopf eben auch zu fantasieren, Vorstellungen zu bilden und so weiter. Es geht immer auch in einem dritten Spielraum um Kontakt und Kooperation. Und da zeigt die Dresdner Kinderstudie sehr deutlich, dass zum Beispiel sehr viele Kinder diese Kontakt- und Kooperationsspielräume nicht nutzen können, also als Nutzung sozialer Kontakte und Kooperation auf dauerhafte Basis, weil sie zum Teil nicht über ein eigenes Kinderzimmer verfügen und damit auch beispielsweise keine Besuche möglich sind. Es braucht auch Muße- und Regenerationsspielraum, wenn ich mir anschauen will, wie Lebenslage Kindheit ist. Da gab es ja viele Jahre die Freizeitgestaltung oder auch Urlaubsmaßnahmen, die aber auch im Sinne sozialpolitischer Möglichkeiten immer weiter zurückgefahren wurden. Und nicht zuletzt auch, welche Entscheidungs- und Dispositionsspielräume gibt es für denjenigen. Also hat er einen eigenverantwortlichen Einfluss auf die eigene Lebenssituation und hat er die Möglichkeit, gesellschaftlich zu partizipieren. Wenn wir uns jetzt das anschauen, dann ist es leider so, dass wir uns nicht davon abwenden können, dass wir in der Bundesrepublik, aber auch genauso in Österreich, uns mit Kinderarmut auseinandersetzen müssen und dem, was es mit Mädchen und Jungen macht. Kinderarmut ist die verbreitetste Armutsform in der Bundesrepublik. Die Bremer Kinderarmutsstudie von Bütterweg und all die, also auch immer fortlaufend geführt werden, zeigt eine sehr starke Abhängigkeit der Entwicklung von Armut von sozialen und soziokulturellem Wandel sowie Wirtschafts-, Verteilungs- und sozialpolitischen Weichenstellungen, insbesondere im Kinderleben. Wenn Sie sich mal so zu Gemüte führen, dass wir in Deutschland 5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, die nicht mal den Mindestlohn haben, dann wissen Sie, dass wir von einer gehörigen großen Zahl ausgehen müssen, wo Kinder in Armutssituationen aufwachsen. Und das ist egal, ob jetzt in den alten oder neuen Bundesländern, das ist halt regional sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Wir haben Gegenden in Sachsen, dort ist es glücklicherweise links bei 3-4%, steigert sich aber in den ländlichen Raum hinein Richtung Tschechien und Polen bis zu 30%. Das heißt, wir haben dort jedes dritte Kind, das in Armut aufwächst. Das Ausmaß und Dauer der Armut wird bestimmt durch zentrale Lebensereignisse, also zum Beispiel Scheidung ist eines der zentralen Lebensereignisse, oder soziologische Risikofaktoren. Dazu gehören ganz eindeutig die Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher. Die Rechte eines Kindes beziehen sich dabei in Armutslagen nicht aus seiner eigenen Identität heraus, sondern aus der Beziehung zu einem anspruchsberechtigten Elternteil. Das ist eine Folge dessen, dass man so in den 1970er Jahren, in den 1970er Jahren hatten wir noch einen ganz anderen Begriff von Kinderarmut. Wissen Sie, was da unter Kinderarmut verstanden wurde?
Man war arm an Kindern. Also haben wir heute leider einen gänzlich anderen Begriff, und Kinderarmut war für viele in der Hinsicht erstmal schwierig zu begründen, weil Kindern kann man ja schlecht vorwerfen, dass sie nicht arbeiten wollen und so weiter und so fort. Also die Infantilisierung der Armut brachte wirklich eine Erklärungsnot für viele. Aber es ist bis heute so, Sie wissen das aus den Diskussionen um Hartz IV, dass die Anspruchsberechtigung sich aus dem familialen Zusammenleben ergeben und dass man eigentlich schlicht und ergreifend nur einen bestimmten Prozentsatz, je nachdem wie alt die Kinder sind, von Erwachsenen abrechnet und das einfach dann sagt, das reicht für Kinder. Der dritte Armuts- und Reichtumsbericht in Deutschland geht von bis zu 2 Millionen arme Kinder aus. Damit sind Kinder auch die vom Armut am häufigsten betroffene Bevölkerungsgruppe. Und das heißt auch, in allen pädagogischen Institutionen werden Ihnen, genauso wie es uns schon begegnet sind, Kinder begegnen, die in Armut aufwachsen. Das Armutsrisiko bei unter 18-Jährigen liegt bei etwas über 17%. Und jedes 10. Kind lebt in relativer Armut. Hurelmann und Glocke halten dazu fest, dass man beobachten kann, dass sich sehr deutlich ein Auseinanderentwickeln der Lebensbedingungen der heranwachsenden Generationen zeigt. Und hier sind wir auch bei dem, dass wir schauen müssen, Armut ist immer auch eine mehrdimensionale Problemlage. Und wie Kinder das bewältigen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt eine sehr schöne Studie von Antje Richter, die Grundschulkinder befragt hat, wie sie das Aufwachsen in Armut bewältigen. Und sie hat 4 Bewältigungsmuster herausgearbeitet. Das eine ist, also das erste Bewältigungsmuster ist mit sich selbst ausmachen. Also darunter werden internalisierende, selbstbezogene Bewältigungsstrategien gefasst. Also zu versuchen, sich das zu erklären. Anstatthandlung ist die zweite Variante des Bewältigens, die sie bei den Kindern festgestellt hat. Das sind Mechanismen der Selbsttäuschung, durch die das Empfinden verändert bzw. reguliert wird. Also abzuschweifen in Fantasien, die also ein anderes Leben einem zumindest gedanklich ermöglichen. Dann ein drittes Bewältigungsverhalten von Kindern zeigt sich in der Suche nach emotionaler Unterstützung. Das sind Bewältigungsversuche, in denen die Kinder relativ aktiv versuchen, das zu bewältigen und jemanden zu suchen, der sie stärken kann und diese Situation nicht resignierend hinzunehmen. Und es gibt das vierte, nämlich an die Umwelt weitergeben, was nichts anderes meint als externalisierende Aspekte von Bewältigung, also sich ausagieren, den Konflikt auszuleben, was häufig auch in destruktivem Handeln mündet. Die Ergebnisse der Kindheitsforschung zur Lebenslage Armut zeigt aber auch, dass eine Reihe von Studien Nachteile belegen, die Armut für Sprach- und Intelligenzentwicklung und die schulische Leistungsfähigkeit der Kinder mit sich bringt. Armut bedeutet aber auch, so die Untersuchung von Glock und Hurelmann, ein erhöhtes Risiko für Fehlernährung und gesundheitliche Belastungen. Und das kann man sehr schön erkennen in einer Studie, die in Nürnberg durchgeführt wurde, wo das also Armut bei Kindern und Jugendlichen, durchgeführt wurden. Sie haben jeweils einen niedrigen Sozialstatus, das ist dieser gelbe Balken. Mittlerer Sozialstatus ist der rote und Sozialstatus hoch ist der blaue. Und außer bei Neurodermitis, das ist der Ausreißer, haben wir ansonsten gänzlich schlechtere Ergebnisse zur gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen, die in Armut aufwachsen. Ja, also zum Teil erheblich, also das ist nicht wenig. Ja, zudem tragen Armut, finanzielle Verknappung und Arbeitslosigkeit der Eltern zu emotionalen Beeinträchtigungen bei, die sich in ganz verschiedenen
Ausagieren zeigen können. Also eine Variante, die zum Bewältigungsverhalten hat, die Antje Richter sehr schön herausgearbeitet. Und wenn man sich so anguckt, wir haben die Bandbreite von Minderwertigkeitsgefühlen, Ängstlichkeit, Depressivität, also das ist eher ein weibliches Bewältigungsverhalten, also das mit sich selbst auszumachen, aber eben auch zu externalisieren. Ärgerreaktionen gehören dazu, Feindseligkeiten, Aggressivität und auch erhöhte Bereitschaft zu Normverstößen. Jetzt werden Sie sicherlich sagen, ja, jetzt wissen wir, irgendwann wird es eben auch immer mal Kinder geben, die in Armut aufwachsen und die in unseren Einrichtungen auftauchen, entweder als Kinder oder als Jugendliche. Und eines der Beispiele, die ich immer wieder sehr schön finde und die wirklich sehr, sehr häufig auftreten, ist die, und die haben Sie sicherlich auch schon mal gehört, dass ein Kind im Kindergarten besonders hübsch angezogen wird, also ein Mädchen, wo man weiß, also das, die Familie ist nicht so gut gestellt und sie kommt mit einem besonders schönen Kleid und wird von den anderen Kindern heiß und inniglich beneidet darum, die in zweckmäßigen Sachen kommen, weil sie hat eben das schöne Kleid an. Ähnliches haben sie bei den Jugendlichen, wo man nicht selten die Klage hört, also die haben kaum Geld, aber alles Markenklamotten. Jetzt dahinter zu gucken und zu sagen, was steckt eigentlich dahinter? Wir haben in der Pädagogik, so schön wie unser Arbeitsfeld ist, nur scheinbar eindeutige Situationen. Es geht gerade in diesen beiden Fällen vielfach, also in den jetzt geschilderten, um die Kaschierung von Armutsanzeichen. In der Sozialpädagogik gab es mal in der Geschichte so einen schönen Begriff, nämlich den Begriff der verschämten Armen. Also man hat alles getan, um zu vermeiden, dass man als arm erkannt wird. Ja? Haben wir bis heute. Also, aber der Begriff der verschämten Armen steckt da, glaube ich, ganz hin. Dass man eben versucht, man weiß, dass Armut nicht gut eingeschätzt wird, dass es auch bestimmte Zuschreibungen gibt, dass der oder diejenige, wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe geben würden, die Eltern, dann würde das ja auch viel besser laufen. Sie kennen das alle. Das ist etwas, was sehr, sehr viel deutlicher, sehr, sehr deutlich artikuliert wird. Und hier, glaube ich, ist eine Riesenchance für Menschen wie Sie und uns, genauer hinzuschauen und mal zu überlegen, was könnte dahinter stecken. Denn wenn Pädagoginnen die Kaschierung nicht einschätzen können, dann kann es auch sein, dass sie beispielsweise diesen Mädchen wesentliche Bereiche der Bildung nicht zugänglich sind. Denn mit so einem hübschen Kleidchen, wenn es das Einzige ist, können sie draußen nicht rumtoben. Sie können nicht auf den Baum klettern. Sie müssen sich vorsehen. Oder dann auch zu überlegen, wenn Mädchen oder Jungen sich zurückziehen, also sich in ihrem Verhalten ändern, beziehungsweise zurückziehen oder sich ausagieren, also andere attackieren und was weiß ich nicht allen, also ihre Konflikte ausleben, hinzuschauen und zu sagen, was ist da eigentlich los? Benimmt er sich schlecht oder steckt einfach was Tieferes dahinter? Und deswegen brauchen wir ganz viel von dem, was in der Kindheitsforschung bislang herausgearbeitet wurde, damit Sie nachher Ihren pädagogischen Alltag gut reflektieren können. Und im Sinne wünsche ich Ihnen ganz, ganz viele anregende Stunden, in denen Sie sich Ergebnisse der Kindheitsforschung aneignen können und dann hoffentlich mit in den pädagogischen Alltag nehmen. Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Magst du? Herzlichen Dank für diesen ja schon Rundumschlag durch die Kindheitsforschung. Was gibt es überhaupt? Wie ist der Stand der Dinge? Das ist sehr komplex, vieles zum Nachlesen, aber trotzdem für Sie auch die Möglichkeit, nachzufragen. Bitte. Ich habe eine Verständnisfrage, und zwar, was meinen Sie mit relativer Armut? Also, dass jedes Kind relative Armut. Mhm. Wir haben die Manifeste und wir haben die relative Armut. Relativ ist, Sie haben noch weitestgehend alles abgesichert. Also, die Grundbedürfnisse sind noch realisiert, aber das ist alles sehr auf einem sehr wackeligen Boden, da darf nichts mehr passieren. Also da darf keine Waschmaschine kaputt gehen, das ist relative Armut. Das ist gerade noch so der Grenzfall. Ja. Das ist eh ein bisschen schwierig in Deutschland, weil Armut berechnet man ja nach dem Durchschnittseinkommen und je nachdem, wie wir das jetzt gerade wieder in der Statistik brauchen in Deutschland, rechnen wir entweder 50% oder 60%.
Ja, und können Sie sich vorstellen, also wenn eine Familien-Sozialministerin wieder neue Zahlen braucht, dann wird sie entscheiden, welchen Armutsberechnung sie nimmt. Ja, je nachdem, was da gerade so ein bisschen besser aussieht. Sie sagten ja, dass in Österreich jede zweite Frau bereit sei, gerne im Haushalt sein würde. Wissen Sie, wie das auch in Deutschland ist? Nee, das war jetzt eine spezifische, also es gibt in Deutschland so ähnlich wie es in Österreich gibt es die sogenannten Jugendwertestudien. Also es ist so ähnlich wie die Shell-Studien in Deutschland. Und da ist das mal explizit nach Familie nachgefragt worden. Und das ist wirklich das Ergebnis, dass jede zweite junge Frau zu Hause bleiben würde. Also das ist so eine wirklich wieder Traditionalisierung des ganz bürgerlichen Familienideals. Also das geht gerade durch die Presse, wenn es fehlt. Also ich weiß nicht, habt ihr so einen Verteiler, wo man das weg so rumschicken kann? Ja? Dann würde ich Ihnen mal, würde ich dir einen Artikel schicken, und zwar aus dem, das ist so ähnlich wie der Spiegel hier, da ist das mal aufgenommen worden, zurück, nee, Herdkrank heißt der Artikel. Ich schicke Sie mal, dann können Sie mal drüber lesen, vielleicht auch ganz interessant. Ja, also es ist ein schöner Titel für dich. Oh je, ich hoffe, ich habe Sie nicht erschlagen. Also, nicht. Was ich sonst nicht mache, aber heute mache ich das mal. Ja, mach mal. Ich habe schon eine Frage, auch bezogen jetzt, auch wenn ich das im Kontext der anderen Vorträge sehe. Wir haben angefangen mit den Kindstudien der Entwicklungspsychologie, und da steckt ja immer so ein bisschen das Normalkind. Mhm. So, wie müsste es denn eigentlich so laufen? Du hast das in der Kindheitsforschung ja auch gezeigt am Anfang. Mhm. Die Entwicklungsverläufe, also völlig normal irgendwie. Und jetzt auf einmal, ich sag mal, die ganzen Lebenslagen hinzu. Mhm. Wenn ich jetzt polarisieren würde als Erziehungswissenschaftler, müsste man da nicht sagen, also eigentlich können wir von der Psychologie weggucken, weil dieses Kind, was da reproduziert wird, gibt es sowieso nicht. Mhm. Wir können eigentlich nur jedes Kind einzeln angucken, in seinen Kontexten. Mhm. Braucht die Erziehungswissenschaft dann die Psychologie überhaupt? Also, ich sag mal salomonisch ja und nein. Also nein, nicht in dem Umfang, den ich im Moment wahrnehme. Also ich glaube, wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Das ist ja auch so die in der Kindheitsforschung, wenn wir in der Pädagogik die Forschung verlieren an andere Disziplinen. Ja, das ist also ziemlich deutlich, also in 1950er, 60er Jahren ja nochmal passiert. Ich glaube schon, dass wir zumindest als Anhaltspunkte so Stufenmodelle brauchen, aber ohne diese normative Setzung, dass also zu einem bestimmten Zeitpunkt X das und das passiert sein muss. Also das werden Sie ja im Studium dann auch noch haben, also wirklich zu beobachten, wie entwickelt sich jedes Kind, jedes Mädchen, jeder Junge ganz individuell. Und dann brauche ich schon, glaube ich, manchmal so eine Vorstellung dessen, wo könnte so ein Kind jetzt schon an der Stelle sein, um einfach auch mitzubekommen, da sind wirklich Entwicklungsbedarfe gegeben oder da ist eine Entwicklung gefährdet. Ja? Also beispielsweise um Frühförderung einzubinden oder Sprachförderung, also diese Dinge. Aber nicht in diesem Fall, dass man guckt, also wir haben ja auch Beobachtungsbögen, die so abfragen. Also das sollte auf keinen Fall sein. Also wo man dann gucken kann, 3,9 Jahre kann es nicht, müssen wir was tun. Ja? Weil die Kinder entwickeln sich wirklich sehr, sehr individuell. Aber immer mal abzugleichen, das glaube ich, dafür brauchen wir schon noch die Entwicklungspsychologie. Also du sagst, der muss einen Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich weniger so Themen aufmachen wollen, aber ich würde so Standards setzen wollen, die in jeder Kindheitsforschung oder in jeder elementaren pädagogischen Forschung da sein sollten. Also zum Beispiel bin ich ganz bewusst drauf zu gucken und zu sagen, wir sprechen nicht von Kindern, sondern wir sprechen von Mädchen und Jungen. Ja? Wir
wissen, ein Autor zu sein. Es gibt, und das ist, was ich sehr fatal finde, wir hatten uns ja vorhin auch gerade darüber unterhalten, es gibt deutlich mehr Kindheitsforschung im städtischen Raum als im ländlichen Raum. Ja? Dann aber, also städtischen und ländlichen Raum einzubeziehen. Wirklich auch zu schauen, dass ich, wenn ich etwas untersuche, wirklich die, wenigstens so einen Teil der Grundgesamtheit abbilde. Also nicht nur in bestimmten Stadtteilen zu untersuchen, also Barzheim hat das zum Beispiel jetzt ganz deutlich durchgesetzt. Also es gibt keine Forschung, die nicht in allen vier Stadtteilen stattfindet. Also das sind vier Sozialräume, ne, die sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Dann auch zu gucken, was macht das, also die Lebenslagen, ob das jetzt Migration ist, Armut, besondere Bedürfnisse und. Also diese Standards, glaube ich, die brauchen wir erstmal. Also weil geforscht wird, und wenn ich diese Standards einfach schon mal setze, dann habe ich, egal welches Thema ich angehe, dann habe ich auch da schon eine Systematisierung drin. Ja, also das halte ich für außerordentlich wichtig, weil, ja, aber dazu bräuchte es eigentlich mal so eine Verständigung innerhalb der Zunft. Ja, wie stellen wir uns auf? Also wie gesagt, im Moment ist meine größte Sorge, dass wir das Feld an andere abgeben, das Forschungsfeld. Und eben, von daher sollten wir vielleicht mal das angehen, wirklich mal so uns als Zunft zusammensetzen. An andere? Meinst du? Meine ich zum Beispiel wirklich ganz stark Psychologie. Also ich ärgere mich im Moment gerade ganz fürchterlich, dass sehr, sehr viel Geld investiert wird in. Jetzt muss ich mich sehr konzentrieren. Sie merken, das ist auch für Professoren manchmal nachmittags so ein bisschen schwierig. Wir haben nämlich in Österreich eine Sprachstandsfeststellungsförderung. Super Sache. Ohne jeden Kontext werden Kinder befragt, ob sie. Also, so. Also das ist ein Testverfahren, was also wirklich jegliche Kinderforschung oder Kindheitsforschung widerspricht. Es werden keine Kontexte erfasst, die Kinder werden zum Teil zu unmöglichen Zeiten gefragt. Also beide Forscher gerade zu dieser Zeit können, wird nach dem Mittagessen sollen die Sprachstandsfeststellung machen. Ja, da sind die Kerlchen müde, also das ist einfach mal so. Und die mögen auch nicht mit jedem, weil das ist ja, das haben wir jetzt gar nicht beleuchtet, also das, die Haltung des Forschenden zum Kind, also das hätte jetzt wirklich noch den Rahmen gesprengt. Aber ich kann genauso wenig wie als Erwachsene kann ich davon ausgehen, dass die Kinder alles mit sich machen lassen. Die können sich auch verweigern. So. Und dann haben wir so großartige Ergebnisse, dass jedes zweite Kind in Österreich nicht Deutsch spricht. Und da gibt es aber wiederum ein gutes Ergebnis. Das betrifft sowohl Kinder mit Deutsch als Erstsprache, als auch Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. So, jetzt frage ich mich, was soll ich damit anfangen? Und das Ding ist nämlich eigentlich noch, weil wir können ganz viele dieser Erhebung, also dieses Erhebungsinstrument stammt aus Deutschland. So. Und die Kinder also die Eltern der Kinder, die jetzt befragt worden sind, sind explizit ausgebildet, also sprachlich ausgebildet worden, mit einem sehr starken Bezug zu österreichischen Begriffen. Das heißt, das hier zum Beispiel ist kein Stuhl, das ist ein Sessel. Ja? Oder ein Schrank ist ein Kasten. Ja, jetzt mir fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber so, das heißt also, die Kinder können mit dem Begriff Schrank jetzt nichts anfangen, weil das ist der Kasten. Ja, also so, das heißt also, diese ganze Erhebung hat furchtbar viel Geld gekostet und jetzt stehen wir alle da und sagen, ja, was machen wir jetzt denn mit Gottes Sinn? Ja, also wenn man jetzt sagen würde, okay, in Regionen, wo wir merken, wir haben wirklich sehr hohen Sprachbedarf, dann, dass man sagt, also das Geld stecken wir mal da rein, in Österreich sind wirklich 25 Kinder in einer Gruppe. Und dann sollen sie. Ja, auch ja, in Niedersachsen. Also Entwicklungsland und Entwicklungsland, okay. Aber wir sind ja dabei, wir kriegen das so langsam step by step in Ordnung. Nein, aber wenn, sollen sie mit allen Kindern Sprachanlässe nutzen? Ja, super. Ja? Also, wie kann man? Ich bin schon sprachlich ganz gut unterwegs, aber ich würde es auch nicht mitnehmen. Ja, also, das ist Unsinn. Das meine ich mit dem, also das Feld abzugeben. Also, ja, dann hoffe ich in diesem Sinne, dass sich zwei Entwicklungsländer zusammentun und vielleicht dorthin noch weitere Wege beschreiten. Mhm, sehr schön. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Dir eine gute Rückreise nach Graz. Danke.
Und ich freue mich beim nächsten Mal. Da machen wir dann wirklich einen radikalen Schnitt und gehen wirklich in die Lieblingsdisziplin der Frühpädagogik hinein, nämlich die pädagogische Konzeption. Und wir beginnen dann mit den Klassikern. Im nächsten Mal den Vortrag mit Herrn Gerd Schäfer machen. Dankeschön.